Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS19 aus Felsbrunn. Und ja, neuen Nachmittag ja einen sehr coolen Livestream. Vielen lieben Dank an alle Leute, die dabei waren. Wer den Livestream nicht gesehen hat, sollte sich den nochmal anschauen. War ganz witzig, war ganz lustig. Und wir haben unter anderem das Feld hier einmal gegrubbert. Und genau als wir fertig waren mit dem Grubbern, hat das Unkraut angefangen zu wachsen. Und wir haben dadurch die Möglichkeit noch gehabt zu striegeln. Das Ganze haben wir jetzt schon abgeschlossen. Ich werde jetzt zurück zum Hof oder beziehungsweise auf den Hof fahren. Hat sich ja ein bisschen was getan. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Ich gehe mal ganz kurz hier drauf. So. Und zeige euch mal ganz kurz. Es hat sich nämlich insoweit was getan, dass ich die Zäune hier fertig gesetzt habe. Einmal rundherum. Und unter anderem hier auch ein paar Deko-Sachen, Deko-Elemente, hier ein paar Lampen auch noch hingesetzt habe. Und der Hof jetzt soweit dem entspricht, wie ich ihn gerne hätte. Er entspricht jetzt meinen Vorstellungen eines soliden Hofes. Und wir werden jetzt demnächst Michi in Angriff nehmen. Wir werden jetzt aber erstmal weitermachen, unser Feld. Das hier, das besteht ja aus 20, 19, 18. Das werden wir jetzt düngen. Ja, da kommt jetzt Mineraldünger drauf. Und dann werden wir das Ganze aussehen. Ne, wir werden erst, bevor ihr fragt, es kommt einmal Raps drauf. Und dann, wenn wir es abgeerntet haben, werden wir mal schauen, ob wir jetzt Hafer draufpacken, ob wir jetzt Gerste draufpacken, Weizen, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall eins von den dreien wird danach draufkommen. So, ich nehme mal hier die Ausfahrt. Kann ich eigentlich, lasse ich die offen oder fahre ich gleich, fahre ich da hinten drauf, fahre ich hier rauf? Ich fahre hier rauf. Ja, ich lasse das mal offen. So, den Striegel. Ich hoffe mal, der passt gleich drunter. Ich habe nämlich schon mit der Scheibenegge das Problem gehabt, dass sie nicht drunter gepasst hat. So, wir haben jetzt hier noch einen kleinen Kercher. Und ich finde es immer ganz lustig. Viele von euch im Stream haben gesagt so von wegen, oh, du musst unbedingt deinen Schlepper warten und der ist soweit. Ja, nur halb voll. Er hat 6 Betriebsstunden. Mittlerweile ein paar mehr. Moment, wir fahren gleich auf die Straße. Mal eben ein bisschen Schmutz zumindest von den Reifen runter. Waschen wir ihn mal komplett hier. Das Gewicht auch ein bisschen. So. Nicht, dass wir hier noch eine Strafe da kriegen, weil wir die Straße verschmutzen. Die sind hier in Felsbrunn nicht ganz so konform, was das angeht. Ein bisschen Schmutz, du, und schon geht das Ganze los hier. Finde ich gar nicht toll. So. Sieht doch gut aus. Ah, so läuft das. So können wir auf die Straße. Fast. So, nehmen wir den mit der Scheibenegge. Hatten wir auch schon das Problem. Die hat da nicht ganz runtergepasst. Ich hatte auch zuerst eine andere Scheibenegge. Muss ich ehrlich gestehen. Und zwar eine von Agromasch. Da war allerdings das Problem, das war eine gezogene und die ist geschwommen. An dem John Deere, also an einem Standardschlepper. Ne, es ist ja hier nur die Sitzkamera dazu gekommen. Ansonsten ist es ja ganz normale Standardschlepper. Oh. Da haben wir ein bisschen Platzproblem. Warte mal, das stelle ich mal rüber. Und dementsprechend habe ich die verkauft und habe dafür die Amazon Katros gekauft. Oder Amazone Katros. Ist ja auch Standard, aber das Ding gefällt mir sowieso ein bisschen besser. Das ist die Aufsattelscheibenegge. Das war zu früh. So, passt das? Nee. Eine große Nachfrage beim Sägewerk, okay. Moment mal ganz kurz, haben wir Platz in unserer Scheune. Ah, wir stellen die erstmal hier in die Scheune. Oh, wenn wir da überhaupt reinkommen. Ja, so ein bisschen meine Bedenken, dass der hier auch nicht... Ja, doch, geht. Ich stelle ihn mal gerade rein, dann passt das. Ich habe auch noch vor, da werde ich nochmal mit dem
mit dem Meier quatschen. Ich habe vor, unseren Düngestreuer noch den zu vergrößern, also sprich einen Aufbau draufzusetzen und das Ganze auch mit Deckel zu versehen, weil wir doch für unser Feld ein bisschen mehr Dünger brauchen. So, da ist übrigens eine Hofausfahrt, da haben wir jetzt einen Zaun, weil wir da nicht so oft rausfahren, habe ich gedacht, da mache ich einen Zaun und ein Tor, damit der Hund auch da hinten nicht rauskommt. Bobby ist übrigens immer noch verschwunden. Muss mal gucken, wo der hin ist. Irgendwo hat sich mein Hund hin verkrümelt. Genauso wie ich noch anfangen will, Bäume zu pflanzen. Ich möchte meine Hofumrandung, also hier, ne, wir haben ja hier zwar zwei Bäume drauf, aber ich möchte da lang noch ein paar Tannen setzen, sodass mein Hof da ein bisschen abgeschottet ist. Die werde ich mal so nebenbei pflanzen. Ne? Da muss ich mir Baumsetzlinge holen und die Maschine mal leihen. Ne, irgendwo gab es hier auch einen Forstbetrieb, der hat einen. Leih ich mir da mal aus. So. Jetzt müssten wir da... Ja, da haben wir Mineraldünger. Zwei Päckchen, das heißt 8000 Liter. Dürfte eigentlich sich ausgehen. Mal gucken. Moment, habe ich davon nicht... Ich habe davon sogar noch einen zu Hause, glaube ich, ne? Ist das ein groß, ein voller? Bin mir gerade gar nicht sicher, ob mein Düngemittel, was ich noch am Hof habe, ob das noch voll ist oder ob das tatsächlich auch ein angebrochener ist. Da finde ich übrigens gut, das gab es ja im 17er, dass man dieses Overlay hatte, wie viel da noch drin ist. Er wirkt mich hier ein bisschen. So. Das Overlay hätte ich eigentlich auch gerne im 19er, also so wie unten. Ne, dass der mir hier anzeigt, wie viel Düngermittel hinten schon drin ist, wie viel reingeht. Sowas finde ich auch cool, wenn du mit der Maus über die Palette gehst, ne? So ein kleines Overlay, das wäre cool. Aber gut, man kann aber mal nicht alles haben. So, werden wir mal schauen. Ich werde mal gucken. Ich fahre mal eben auf dem Hof und ich schaue mal. Wobei, dann nehmen wir mal den Seiteneingang. Ja, so wie wir hier mähen müssen. Da ist Unkraut auf den beiden Feldern gewachsen. Finde ich auch saugeil. So. Zack. Ganz hinten drin. Ich mache mal ganz kurz das Türchen zu. Kann ich jetzt von hier nicht sehen. Ich nehme mal das gute Stück mit. So. Okay. Da ist auf jeden Fall noch mehr als 9000 drin. Ich lasse mal hier stehen. Da müssen wir schauen, wie viel. So. Da wo 18 Meter. Passt das? Komme ich da hinten mit einem mal raus? Na, wir schauen mal. So. War auf jeden Fall eine Heidenarbeit, das Feld hier so anzulegen. Also, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass das so extrem aufwendig sein wird. Aber gut, wieso macht er denn da hinten jetzt kein Düngel hin? Oh, ich hätte... Ja, okay. Es könnte sein, dass das Ganze hier gepasst hätte. Dann
Langsam. Wenn ich mal ein bisschen weiter mittig gefahren wäre. Wieso macht er jetzt hier hinten am Ende kein Düngemittel hin? Weil das hier eine Wiese war? Nee, eigentlich... Eigentlich ist das doch egal. Wenn ich Felderstellung anmache, dann erstelle ich ein Feld. Das bedeutet doch, es ist doch im Endeffekt shit egal, ob hier hinten vorher eine Wiese war oder nicht. Aber er düngt da hinten nicht mit. Okay, na gut. Sind wir wieder bei dem Spielchen mit Was ist wenn? So. Weil das ist doch jetzt... Moment mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz eben rüberlaufen. Wir haben jetzt hier gedüngt. Zu 50%. Genau. Hier haben wir ein Feld nicht. Das Gras, das erntereif, weil das hier eigentlich auch ein Feld war, ist... Ah, hier ist schon zu 100% gedüngt. Okay, gut, okay. Zu 100%? Hab ich doch nur... Okay. Man muss nicht alles wissen. Nicht hinterfragen, einfach weitermachen. So. Nun aber frisch ans Werk mit unserem Mineraldinger. Ich gehe mal ein bisschen auf die Außenansicht. Hier ist... Ist hier jetzt auch schon wieder 100? Also das ist... Na, das ist... Wisst ihr was? Ich lasse das Ding jetzt einfach mal laufen. Wir fahren jetzt einfach mal das Feld ab. Das ist wie vorhin mit dem Kalk. Da ist hinten auf Feld 18 auch kein Kalk draufgegangen. Das hattet ihr gesehen, weil da auch etwas war, was schon 100% gedüngt war. Guck mal, hier an der Seite zum Beispiel ist nicht 100% gedüngt. Aber wieso ist denn das schon bei 100%? Wir haben Kalk drauf gestreut. Wir haben... Ja, hier ist nicht 100%. Zählt das Striegeln als Düngestufe? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich zählt das als Wachstumsstufe. Ja, der Vorteil ist halt, das Spiel zeigt dir ja an, was gemacht werden muss. Zumindest sollte es das. So, schauen wir doch mal. Dass das hier auch so funktioniert, wie es funktioniert. Na doch, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, dann lassen wir... Ich mache jetzt einfach mal... Ich dünge jetzt mal. Weil ich will ja auch über kurz oder lang, dass das Feld mal komplett in 1 ist. Ergo haue ich da jetzt den... Mineraldünger drauf. Muss vielleicht dann auch nochmal, ich weiß ja nicht, wie das Ganze ist, wenn ich ausgesät habe mit der Frucht etc. Vielleicht muss ich ja nochmal rübergehen und nochmal spritzen. Also Pflanzenschutzmittel ausbringen. Aber im Groben und Ganzen denke ich mal, passt das so. Freue mich schon, wenn wir hier das erste Mal mit der Maschine rüberfahren zum Ernten mit unserem Drescher. Wobei... Ich denke auch mal, da wird mal auch eine Lohnaufgabe kommen. Ich meine, wir sind ja jetzt dabei, oder wir müssen ja auch, das seht ihr ja selbst, wir müssen unsere Wiese endlich mal machen. Ja, wir haben unsere Rundballenpresse und dementsprechend müssen wir darauf zusehen, dass wir da mal die Rundballen in Gang kriegen. Da das Ganze wird und hier ist auch irgendwie... Egal, ich fahre jetzt einfach mal einmal ab. So. Und da setze ich auch gleich nochmal an. Einfach sicherheitshalber, ich mache das jetzt einmal durch, auch wenn das vielleicht ein bisschen... Da geht aber ziemlich... Also Mineraldünger geht ziemlich wenig raus, ne? So, einmal. Ich fahre mal hier so ein Stück rüber, dass der Kalk ein bisschen verschwindet da noch, der übrig geblieben ist. So... Löppt auf jeden Fall. Müsste gleich der Übergang von den beiden Feldern kommen. Ja, da ist der Übergang. Ach so, die Übergänge, wenn die gepflügt sind, ist 100. Okay, ja gut. Ich verstehe.
So, jetzt müsste er hier sich ausbreiten. Und das fällt hier komplett. Okay, verstehe. Ist ein bisschen knifflig, die Arbeit, aber gut. Muss gemacht werden, nützt ja nichts. Hier macht er jetzt bestimmt gleich vorne an der Kante Schluss, ne? Ja. Machen wir jetzt erstmal da unten nochmal. Gucken wir mal, inwieweit hier noch was hin muss. Ist ein bisschen Frickelarbeit, wird sich in Zukunft ja auch ändern, sobald das Feld komplett einmal gleichmäßig gedüngt ist, also zu 100% komplett gedüngt ist, das neue Feld hier, wir das einmal abgeerntet haben und danach neu ausbringen, dann hat sich das alles mit dem Angleichen ja auch erledigt. Dann wird das Ganze hier vernünftig laufen und dementsprechend auch vernünftig passen. Hoffe ich, denke ich. Sollte nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn es nicht so wäre. Deswegen fahren wir jetzt gerade auch so ein bisschen Wirrwarr, kreuz und quer. Aber wir fahren ja hier eh nochmal mit der Direktsaat rüber. Also, wenn ihr jetzt sagt, der Boden wird hier zu stark beansprucht, ich fahre mit der Direktsaat nochmal rüber. Da hat sich das Thema auch erledigt. So. Aber so viel Düngemittel kommt da gar nicht raus, ne? Verbraucht er nicht. Ist ganz gut. Weil so können wir uns das Düngemittel noch sparen und haben noch genug auf Vorrat, auf Tasch. Kalk habe ich ja schon gesagt, will ich demnächst mal kaufen mit dem Kipper und werde das Ganze da vorne in unsere Holzhalle bei dem Milchviehbetrieb kippen. Ich denke mal, den kann man ganz gut nutzen, um da das weiße Gold, weil so viel wie man verbraucht, würde ich sagen, weißes Gold, um das da mal zu lagern. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch was düngen muss. Aber ich glaube eigentlich nicht. Weil wir sind hier, sind wir lang gefahren. Nur mal eben kurz gucken. Kurz einmal andeuten hier. Da ist noch ein bisschen was. Und da ist nichts mehr. Okay. So. Kann ich gleich mal. Ich gucke ja mal über die Karte. Aber wir müssten eigentlich gleich 100% haben. Erst hier nochmal die. Zwei Bahnen sind das, ne? Ja. Dann werde ich das Ganze entleeren, auskippen. Wobei, muss ich? Muss ich entleeren? Nö, ich lasse den Mineraldünger drin. Kalk haben wir, glaube ich, noch zwei Big Packs. Glaube ich. So. Das damit einmal oder sind wir schief gefahren? Das wird knapp, oder? Passt. Perfekt. Super Sache. Läuft. Also Millimeter, das ist nicht schlimm. 2 Millimeter? Ich fahre da nochmal rüber, ich habe ja genug. Was soll der Geiz? So, liebe Lüt, das soll es aber auch für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.